So Leute, willkommen zu einem neuen Kampf des Clash of Castle, beziehungsweise dem ersten Top 4 Kampf auf diesem Kanal. Und zwar sehen wir hier den werten Downy, der heute gegen die Unlicht Arena kämpfen möchte, die Unlicht Top 4, Entschuldigung, pardon. Und er hat bereits gekämpft gegen, also seinen dritten Kampf in der Top 4, denn er hat bereits gekämpft gegen die Gift Top 4 bei guten Meme Lord und, also bei den beiden anderen Maxis im Prinzip, und bei der Geist Top 4 bei guten Brave Bird. Da ist er flawless durchgegangen und jetzt steht er vor der Unlicht Top 4 und ja, mal schauen, ob die Unlicht Top 4 ihm hier ein paar Steinchen in den Weg stellen kann. An sich sollte ich jetzt noch mal zwei, drei Worte zu dem Team selber sagen. Ich will mich eigentlich ganz kurz fassen, weil es mir gesundheitlich nicht ganz so super geht. Deswegen muss ich hier kurz mal das hier aufmachen. Wir haben hier, um es mal, wobei, nee, weiß nicht, ob ich alles jetzt revealen werde, aber wir haben erstmal hier ein, zumindest für den Items, einen Wahlschall, Trickefalo, wir haben einen Life Orb, Cesurio, ein Assault Vested Slimog, ein, ich muss kurz die Reihenfolge hier mit meinem Showdown Import vergleichen, ein Quaduzu mit dem Battlebound, also mit dem Freundschaftsakt, glaube ich auf Deutsch, und dem Z-Wasserkristall. Ein Rabigator mit dem Beulenhelm und ein Mega-Zubiris auf unserer Seite. Die Sets werdet ihr dann noch im Laufe des Kampfes sehen. Sollte jetzt hier, möchte ich nicht so viel vorwegnehmen, einfach mal so gesagt an der Stelle. Dann haben wir auf der Gegnerseite ein Terrakium, ein Wahlschall-Terrakium, wie wir wissen, ein Belebekraft-Tangolos, wo ich nicht ganz weiß, ob wir das Item schon kennen. Dann ein Kapufala mit dem Wahlglas, meine ich. Muss mal kurz nachschauen. Jo, das war ein Wahlglas, das wissen wir auch schon. Das Quajutsu mit dem Z-Kristall. Ein Megaglurak X müsste es gewesen sein. Ja, ein Megaglurak X. Ich muss das gerade nochmal kurz vergleichen. Und ein Nidoking mit dem Lebenorb. Ja, was kann ich zu dem Typ gut sagen? Nicht viel. Ich will auch nicht lange um den heißen Brei herumquatschen, denn ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Wie gesagt, ich möchte mich kurz halten, weil gesundheitlich nicht auf dem höchsten Stand der Dinge. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit dem dritten Kampf von Downy gegen die Top 4. In dem Fall gegen die Unlicht Top 4. Und schauen wir mal, ob er seinen dritten Sieg holen kann oder ob die Unlicht Top 4 ihm ein paar Steine in den Weg legen wird. Viel Spaß dabei! Pokémon-Trainer Downy feuert dich heraus. Ich schicke auf meiner Seite Sloth in den Kampf, das Trickefalo mit dem Wahlschall, und er schickt sein Terrakium ins Lied. Sein Steakhouse ist ebenfalls den Wahlschall trägt, und deswegen kann ich gleich sagen, mir ist Trickefalo hier zu wichtig, jetzt dass ich hier drin bleiben möchte, deswegen gehe ich hier raus. Er hat den Braten gerochen und wechselt ebenfalls raus. Also Double direkt am Anfang. Und schickt sein Kapufala in den Ring. Kapufala ist ein Pokémon, das ich abscheue. Ich mag das Ding nicht. Ich finde es unglaublich stark. Und ich schicke Zubiris in den Kampf. Und weil ich diesen Switch nicht prediktet habe, muss ich jetzt gleich nochmal rausgehen, weil da möchte ich definitiv nicht drinnen bleiben. Und schicke an der Stelle dann mein Slimog in den Kampf, was hier alles abfangen sollte, was von vielen Seiten kommt. Ich sehe gerade Kapitel auf Slimog und ich möchte mich dafür selber peitschen, auch wenn es nicht so ausschlaggebend ist. Jedenfalls, trägt unser Spezialangriff durch die Mondgewalt. Das ist relativ egal. Aber wir tanken das sehr gut dank der Assault Rest und ich will hier versuchen, möglichst viel Schaden zu machen. Auf den Gift-Tip allerdings schickt er sein Nidoking, sein Darunia, ganz nebenbei, wunderschöner Spitzname, in den Kampf. Beziehungsweise double ich hier? Ich dachte, ich setze hier auf den Gift-Tip. Hab mich wohl vertan. Double hier anscheinend. Sehr gut. Falsch prediktet aber an der Stelle und vergessen zu megan an der Stelle. Es gibt später das Matchup, wo ich auf Gift-Tip gehen werde. Sehr gut. Ich hab den Kampf zweimal gesehen. Hat funktioniert. Nee, ich gehe hier auf das Gedankengut, habe aber vergessen, die Mega zu drücken. Und deswegen macht das hier trotz Gedankengut einen Arsch voll Schaden. Gehe jetzt hier auf die Mega, weil ich mir denke, gut, so Virus wird hier eventuell die Erdkräfte noch leben können mit ein bisschen Glück. Ich glaube, es war eine Roll an der Stelle. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich hier die Erdkräfte leben kann, aber leider Gottes reicht es hier aus und deswegen verlieren wir sehr früh das erste Pokémon. Mega Zubiris ist schon mal weg vom Feld. Ein großer Threat in der ersten Season des Clash of Gyms, allerdings hier sehr schnell weg vom Fenster.
Ich denke mir hier, gut, jetzt kann ich mit Kojutsu vielleicht einen Kill abstoppen, aber er geht natürlich raus und schickt sein eigenes Kojutsu in den Kampf. Und ich denke mir, gut, ich hau einfach den Super-Wasser-Tornado raus. Und, zwiebel damit ungefähr alles ordentlich an. Denn auch, muss man jetzt ganz klar sagen, auch ein Quajutsu, wenn es ist resistet, tankt den nicht allzu gut. Also, es lebt ihn definitiv, hat aber trotzdem nicht allzu wenig Schaden. Wenn man das hier sieht, das macht trotzdem über 50% Schaden. Das ist sehr solide. Und an der Stelle sollte eventuell sogar eine Hydropumpe ausreichen, um es killen zu können dann? Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß den Kalk gerade nicht mehr genau, aber ich gehe hier auf Cyborg, um sämtliche speziellen Angriffe abzufangen. Und das kommt auch von seiner Seite aus, der Z-Angriff. Und ebenfalls der Superwassertornado. Ich gehe mal davon aus, dass er ebenfalls von der Hydropumpe kommt. Aber, ja. Hier wirkt natürlich noch die Wandlungskunst, was in dem Fall relativ egal ist. Und es kommt der Superwassertornado geflogen. Und, ja. Ich meine, wir tragen hier Saltburst, die haben eine gute Spezialverteidigung. Es sollte trotz allem nicht so viel Schaden machen. Das ist tatsächlich sogar für einen Z-Angriff. Z-Angriff, wahrscheinlich von einer hohen Base, immer noch gut zu tanken. Fehlt halt so ein bisschen Damage-Boost logischerweise bei einem Z-Angriff. Und jetzt kommt der Moment, wo ich den Gift-Tip gedrückt habe. Genau. Der macht natürlich einem Nidoking im Prinzip keinen Schaden. Und, ja. Jetzt denke ich mir, gut, er wird mein Switch-Up predicten, weil er ist offensichtlich, weil ich möchte meinen Slime auch noch behalten. Bleib also einfach drinne. Ich vergesse die Schlammwoge, die natürlich kaum einen Schaden macht und kann hier erstmal den Abschlag drücken. Damit macht nämlich erstmal Nidoking, dadurch, dass es kein Leben mehr hat, wesentlich weniger Schaden. Beziehungsweise ein gutes Stück weniger Schaden. Und kann jetzt hier auf Trigefalo gehen, weil ich jetzt dachte, ja gut, jetzt wird er schon die Erdkräfte raushauen, um Slimebug zu finishen. Allerdings, tja, Sloth hat Schwebe und kann deswegen das hier wunderbar umgehen. Und jetzt habe ich hier ein bisschen das Match mal an mich gerissen. Ein bisschen ich pressure jetzt mal ein bisschen an der Stelle, was davor nicht der Fall war. Bisher hat er mich die ganze Zeit gepressured und ich habe reagiert. Jetzt muss ich es mal umdrehen. Deswegen hilft die Kehrtwende, um mir direkt eine Speed Advantage zu holen. Die Kehrtwende macht tatsächlich sogar annehmbaren Schaden. Gehe jetzt hier auf Envy zurück, also auf Quajutsu, um ihn ein wenig zu ärgern, ihm ein bisschen die Pflanzenattacke rauszuholen, allerdings nicht nochmal auf die Kehrtwende, um nochmal ein bisschen Chip Damage auf dieses Tangolos zu bringen, was bei Tangolos zwar nicht ganz hilfreich ist, dank der Belebekraft, aber hey, was soll man machen? Und gehen jetzt auf Slimog raus. Slimog kann sämtliche speziellen Attacken, die kommen sollten, gut abfangen und ja. Genau. Ich kann jetzt hier einfach mal auf den Gift-Tip drücken und gucken, wie viel Schaden das macht. Allerdings ruft er zurück und natürlich hat er hier einen perfekten Switch in für, und zwar sein Nidoking. Der Abschlag hat hier ganz nebenbei auch auf die Range nicht gereicht. Das heißt, selbst wenn ich auf Abschlag gegangen wäre, hätte es nicht ausgereicht. Ich weiß gar nicht, was das Slimebox für Move hat. Dafür habe ich auch das Ding hier. Ich hatte tatsächlich nichts, was das Ding wirklich hart treffen würde. Deswegen, ja. Nee. Hätte ich alles keinen Unterschied gemacht. Ich habe mal kurz auf die Moves geschaut. Nein, ist nichts dabei, was wirklich viel Schaden gemacht hätte und gekillt hätte an der Stelle. Deswegen muss Slimebox hier drauf gehen. Und ich gehe Quajutsu rein, um nochmal ein bisschen Druck aufzubauen. Beziehungsweise einfach die Fenster drücken zu können. Das Nidoking rausnehmen zu können und damit meinen Battle Mount, meine Freundschaft sagt. Macht der Freundschaft, genau. Freundschaftsakt war sogar der Name der Fähigkeit, habe ich so richtig im Kopf gehabt. Aktivieren zu können und damit gehen wir in die Ash-Quajutsu-Form, was auf jeden Fall schon mal sehr viel Druck aufbaut. Wir haben eine starke Prio mit am Start und einen sehr hohen Speed und Angriff, beziehungsweise Spezialangriff. Hier ist aber erstmal hier auf die Kehrtwende, weil hier möchte ich gegen das Tangolas natürlich nicht drinnen bleiben. Die Kehrtwende macht tatsächlich so den Schaden. Gehe an der Stelle erstmal auf mein Rap, mein Cesurio. Mein Cesurio sollte eine potenzielle Pflanzenattacke, die hier sehr wahrscheinlich ist, sehr gut abfangen können. Hier kommt noch der Gigasauger, der macht auch trotz schlechter spezieller Verteidigung nicht so viel Schaden. Also nicht ein Viertel, das ist okay, kann man mit leben. Und ich kann jetzt erstmal hier auf den Abschlag klicken, um als mögliche Item auf diesem Tangolos wegzubekommen und erstmal einen Ausmaß an Schaden zu machen, der wirklich dezent ist, ja. Zum Erdbeben von dem Tangolos gegen unser Cesurio. Das könnten wir sogar überleben und tun wir auch, dank der sehr guten physischen Verteidigung von Cesurio. Und können jetzt an der Stelle einfach nochmal auf einen Eisenschädel klicken, um das Tangolos an der Stelle rauszunehmen. Und gleichzeitig killen wir uns auch selber am Lebenorb Recall, der, ja, wie gesagt, jetzt rausnimmt. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie viel es steht. Ich glaube, es steht jetzt noch 3 zu mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls war das hier ein offener
Switch-In im Prinzip. Allerdings verlieren wir hier das Matchup und ich kapp hier nicht wirklich, was er sich reinschicken möchte, denn, Kabufala pressert alles mit Mondgewalt und, ja, Psychic ist hier relativ irrelevant, aber mit der Mondgewalt, deswegen muss ich hier leider Gottes, ohne dass es viel gemacht hat, Pride an der Stelle opfern und, muss jetzt hier, um ein bisschen Chip-Damage auf dieses Kabufala zu bekommen, muss ich jetzt hier auf Sloth gehen und auf die Lichtkanone drücken, die nochmal ganz guten Schaden auf das Kabufala bekommen kann, allerdings keinesfalls killen wird, auch mit einem Crit nicht. Die Mundgewalt ist kein Rätsel, nimmt dieses Trickgefahr und der Stelle natürlich erst im Spiel. Vielfachschwäche, hallo? Und dann kann ich hier auf Pazuzu gehen und kann schauen, was ich machen lässt. Das Problem ist, dass das Psychefeld ist draußen, das heißt, ich kann meinen Wasserschuriken nicht einsetzen. Gehe jetzt erstmal auf die Finsteraura, um das Kabufala sicher rauszunehmen, weil das lebt es definitiv nicht. Und habe jetzt das Problem, dass Terrakium noch den Wahlschall trägt. Und da kommt auch Terrakium. Und ich kann nicht auf die Prio gehen, weil das Psychofeld die Priorität verhindert. Also den Wasserschuriken. Ich glaube, selbst dann hätte er nicht sicher ausgereicht. Beziehungsweise hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Und der Nahkampf kommt und killt an der Stelle Quajutsu. Und damit gewinnt Downy 3:0 gegen die Unlicht-Top 4. Genau. Was muss ich dazu sagen? Es war ein sehr guter Kampf seinerseits. Er hat wirklich gut gespielt. Er hat mich sehr unter Druck gesetzt an vielen Stellen. Ich konnte zwischendrin mal ein bisschen das Play auf meine Seite bringen. Jetzt ist mein Video vorbei. Ich habe die Aufnahme nämlich voraufgenommen. Aus Gründen. Leider Gottes hat er mich da ein bisschen outplayed, sage ich jetzt mal. An manchen Stellen hat wirklich gut gespielt. Konnte zwischendrin das Momentum auf meine Seite bringen und ein bisschen ihn unter Druck setzen. Allerdings hat er das schnell wieder in den Griff bekommen, muss ich sagen, sehr gut gespielt und verdient gewonnen an der Stelle. GG an Downy. Damit hat er jetzt 3 der 4 Top 4s geschlagen und steht damit kurz davor, der erste Champion der Burg zu werden. Er muss jetzt nur noch gegen die Feen Top 4 bestehen. Das heißt, der nächste Kampf für euch wird beim guten Brave Bird sein gegen die Feen Top 4. Ergo seht ihr da morgen den eventuell letzten Kampf, sage ich jetzt mal, von Downy gegen eine Top 4. Und eventuell wird es dann schon herausstellen, ob er den Thron des Champion in Beschlag nimmt, ihn einnimmt. So, deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Es wird sicher ein spannender Kampf. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr hattet allerdings auch heute Spaß bei diesem Kampf. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Entschuldige mich dafür, dass es ein bisschen zügiger vonstatten gehen musste. Und freue mich auf die nächsten Kämpfe, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt vorbei ist, ist doch relativ gering. Sagen wir es mal so. Also dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Ciao, Leute.